Die Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur zieht Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich und darüber hinaus an. Sie besteht seit mehr als 120 Jahren und ist die Ausbildungsstätte für Försterinnen und Förster in Österreich. Hier ist auch die erste österreichische Schülerinnengenossenschaft entstanden. Wir haben uns das für unsere Serie Landwirtschaft angeschaut. Ich bin der Obmann der Schülergenossenschaft Försterschule Bruck an der Mur. Und ich bin die Obmann-Stellvertreterin. Wir sind beide im Aufsichtsrat. Und unsere Aufgaben sind unter anderem, die Kasse zu prüfen und interne Sitzungen abzuhalten. Ich bin ein Mitglied der Schülergenossenschaft und ich bin für den Einkauf zuständig. Wenn man sich als junger Mensch für die Land- oder Forstwirtschaft entscheidet, wird man im Laufe seiner Karriere oft mit Genossenschaften zu tun haben, auch bei Bankgeschäften. Es war eigentlich zufällig, dass wir mit der Raiffeisenbank Kontakt gehabt haben. Und Genossenschaften sind ja auch in der Forstwirtschaft wichtig. Es gibt zum Beispiel Bringungsgenossenschaften und die Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit, das spielerisch zu lernen und dann letztlich also auch in der Praxis umzusetzen. Die Schülergenossenschaft ist eine moderne Form des praxisnahen Wirtschaftsunterrichts, die schon seit vielen Jahren in Deutschland zum Einsatz kommt und nun in Österreich auch vom Bildungsministerium unterstützt wird. So lerne man die Vorteile dieser Rechtsform kennen. Die Mitglieder der ersten österreichischen Schülergenossenschaft starten durch mit einer Verkaufsstrategie. Das ist ein Schulshop, wo wir forstliche, jagdliche Bekleidungsartikel für unsere Schülerinnen und Schüler hier an der Schule anbieten. Aber natürlich auch externe, wenn sie das erwerben wollen. Es ist jagdlich angepasst, forstlich angepasst. Sie sind wirklich sehr bequem, halten im Winter auch schön warm. Und ich finde, es stärkt ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl der Schule, wenn wir ein bisschen einheitlich gekleidet sind und auftreten können. Das Grundprinzip von einer Genossenschaft ist natürlich, dass eine Genossenschaft aus vielen Personen besteht, die Anteile zeichnen. Und diese Anteile kosten natürlich was. Und so ist unser Grundkapital entstanden, mit dem wir angefangen haben. Die Schülergenossenschaft der Försterschule hat noch weitere Ideen, eventuell das Schulbuffet zu übernehmen oder auch Dienstleistungen im Forst anzubieten.